Was geht ab, meine kleinen Ross? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Und ihr seid hier auf dem krassesten Musikanalyse-Reaction. Alles rund um Musikkanal. Boom. Ihr wisst es. Ich brauch's ja nicht jedes Mal sagen. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die neu dazukommen. Denn ihr seid so fleißig am Abonnieren. Richtig krass, Alter. Wir sind fast 20.000. Und wir schaffen das definitiv diesen Monat noch. Ich bin mir sowas von sicher, weil ihr die krassesten seid. Was YouTube angeht, was Instagram angeht. Gut, das ist ein anderes Thema. Da wollen wir erstmal nicht weiter drüber reden, denn ja, ihr seht, der Karton steht immer noch hier. Die knapp 700 Euro, die da drin stecken, sind immer noch ein Geheimnis für euch. Für mich leider irgendwie auch, denn ich weiß immer noch nicht, wie das Ding in echt aussieht und wie es sich anfühlt, wenn ich damit arbeite. Vielen Dank dafür. Shoutout geht raus an euch. Folgendes. Ich bin die Trends durchgegangen und habe gerade eben schon eine albanische Nummer hier bearbeitet. Jetzt kommt die nächste. Era Istrefi ist back mit ihrer Schwester Nora Istrefi. Also ich habe die Nummer noch nicht gehört. Ich kenne sie auch quasi nur von damals, von Bon Bon. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal hier rein direkt und los geht's. Primavera, vera, bora, sì. Curiamo te no carenzia. Tiamo strai. Se no che non ho che dio. Da pse che non c'ho un derci po. Curso mo sto niai. Baby, sti e per mo no ca tieta. Un po' tu me come tu da nieta. Se ti è my type, baby, be my type. I'll be by your side. Për mu nuk ka tjetër Unë për të më konë me ty do njetën Se ti e me taj, baby be me taj Baby ba jo sa Nuk e di pëse si e Ah, nice. Okay. Krass, okay, weil ich habe gerade eben die Nummer von Dora Dorata mir angehört und habe da noch gesagt, dass das in der, ich fand das ein bisschen untypisch, dass in der Hook vom Arrangement, dass am Ende noch so lang ein relativ, ja, gemäßigter Instrumental-Part kommt, der jetzt nicht so der Mega-Abriss ist à la Flo Rida oder Jason Derulo bei den ganzen Club-Bängern, sondern hier auch mit einem, ja, irgend so ein Blasinstrument, Flöte, klingt nach einer traditionellen Balkan-Region-Flöte. Ja, ansonsten sehr angenehm ihre Stimme, wie immer, also auch wie in den letzten Produktionen, die man so von ihr kennt. Witzigerweise vom Aufbau dieser Song fast genauso wie bei Dora Dorata. Dora Dorata, glaube ich, ja. Dass das so ein Reggae-Beat hat, die das harmonische Instrument, das die Akkorde hier spielt, ist ein bisschen Reggae-typisch auf die Offs gespielt. Also wenn wir zählen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann spielt das auf die Und. Und zwar geht das dann so 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und da spielen die Akkorde und das ist so ein bisschen Reggae, typischen Reggae-Rhythmus, finde ich wieder interessant. Das scheint aus dieser Region ein typischer Sound zu sein. War mir bisher noch nicht so bekannt. Finde ich jetzt voll überraschend, dass die Nummern beide so gleich sind, weil ja auch aus derselben Region vermeintlich sind, beziehungsweise für dieselbe Zielgruppe bestimmt sind. Da möchte ich nochmal ganz kurz hier in die Info reingucken, ob der Produzent derselbe ist. Sieht nicht so aus, aber finde ich sehr interessant. Ja, ansonsten hören wir mal weiter erstmal. Money,
Cool, diese Hi-Hats, die so ein bisschen Fill-In-mäßig so immer dazwischen kommen. So. Rechts, links. Dieses, was man so hoch ein bisschen quietschen hört, das ist definitiv ihre Stimme, die da getuned wurde und eben in diesem Tune eingesetzt wurde. Jetzt habe ich hier einen ganz interessanten Part angehalten, wo wir im Video sehen, dass die hier etwas ausgeblurrt haben, weil da die Reflexion wahrscheinlich zu sehen war von dem ganzen Studio-Setup und von dem Kamerateam, dass wir hier zwar clevererweise dunkel angezogen sehen, aber trotzdem zu erkennen ist in der Reflexion. Ja, deswegen wurde das ausgeblurrt, denn in den anderen Reflexionen sieht man da teilweise nämlich auch noch einiges. Ja, Tatsache. Okay. Das ist so eine, ich kenne die so aus dem orientalischen Bereich, die klingt wie so eine, im orientalischen Bereich heißt die eine Mei, richtig? Nicht die Nei, sondern Mei. Da ist auch nochmal ein Unterschied, das ist diese Mei, die so ein bisschen flötenartig, mit relativ großen Löchern, Holz und, ja, auf jeden Fall sehr schönes Instrument, gefällt mir sehr gut. Das scheint jetzt ihre Cousine, Schwester zu sein. Ich weiß es nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Immer dieses Bip. Oh, nice. Dann hier so ein Double, aber mit so einem richtigen Vocal Pitch drauf. Nice. Ja, jetzt am Ende so die Hook mit diesem Instrumentalpart oder ja, Instrumentalpart ist am Ende dann nochmal ein bisschen mehr ausgeschmückt und nochmal mehr Vocals drüber, habe ich den Eindruck jetzt vom ersten Mal durchhören, sodass es dann nicht mehr ganz so lasch oder mittelmäßig wird wie am Anfang. Sehr coole runde Nummer, Alter. Hier halt sehr viel Autotune drauf bei ihr als stilistisches Mittel, aber cool eingesetzt. Halt sehr gezielt, was da am Anfang eingesetzt wird in der Rhythmussektion mit den Percussions und dem Bass. Also es ist jetzt nicht so eine fette Snare, die da reinballert, sondern fast eher schon so ein Rimshot, nennt man das. Also quasi am Snare-Rand, wenn man da mit dem Stick draufschlägt, kontrolliert, so ein bisschen klingt das. Und dann so ganz viele Zwischenkicks und so weiter. Also sehr, sehr, ja, irgendwie sehr frisch, abwechslungsreich, finde ich das. Und trotzdem aber so einen schönen Sub-Bass 808, der dann gezielt
den Teppich legt und nicht die ganze Zeit durchläuft, was dann eben auch, ja, finde ich, viel interessanter ist. Auch hier so gezielte Hi-Hats, die von rechts nach links wechseln, die wir auch in der Hook schon mal gehört haben. Jetzt haben wir sie wieder verpasst, hier. Also wieder. Cooler, kurzer, sehr cooler, knackiger Fill-In. Eben auch so ein bisschen Reggae-mäßig eigentlich von der Percussion her, was hier ausgewählt wurde. Könnten eben so Trommeln gewesen sein. Oh, ein kurzer Riser, der macht. Geil hier auch mit dem Vocal-Delay, der von rechts... Ja, so ein bisschen rechts hören wir den, diesen Delay, also die Verzögerung, die ihr letztes Wort einfach verzögert nochmal, gedämpft und mit sehr viel Reverb, sehr viel Hall erst zu rechts hat, dann links, 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 bisschen Mitte und dann wieder rechts. Sehr, sehr nice. Ja, jetzt so beim zweiten Mal hören, der ersten Hook, denke ich, ah, okay, irgendwie cooler als beim ersten Mal. Aber trotzdem fehlt mir persönlich da jetzt so ein bisschen dieser richtige, typische Knalleffekt. Dadurch wirkt das Ganze, es wirkt so ein bisschen ja, gedämpfter, sage ich mal. So ein bisschen geschmeidiger, gerade hier vorne. Am Ende geht es dann nochmal ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr. Die Sache ist, man weiß ja nie, was der Produzent genau im Sinn hatte, als er das produziert hat. Ich gehe mal davon aus, dass es eben alles absolute Intention war. Sage dann hier nur meinen persönlichen Geschmack oder so, wie es halt rüberkommt von für mich jetzt nur aus der Analyseperspektive. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen einen Wow-Effekt mitgeben in der einen oder anderen Sache, die ich hier für euch rausgehört habe. Falls nicht, wenn ihr da irgendwo Fragen habt und ihr euch fragt, ja, was war das denn da für ein Sound jetzt zum Beispiel, wie hier das Hundebellen, das bellt mir nämlich immer hier ein vor, wenn ein Instagram-Follower dazugekommen ist. Und ich hoffe, das war einer von euch jetzt gerade eben. Das würde mich sehr freuen, damit ich endlich dieses Paket auspacken kann, denn ich bin jemand, der Versprechen hält und ich habe leider das dumme Versprechen gemacht, dass ich es erst auspacke, wenn wir 10.000 sind auf Instagram, damit wir es zusammen machen können. Auf YouTube sind wir fast 20.000. Es ist unglaublich. Gut, ich hoffe, ich habe euch einiges mitgeben können und nicht zu lange geredet und die kleine Kameraperspektive beibehalten jetzt in der Reaction-Scene, einfach weil diese Kamera da so unscharf ist, wenn ich in die große Szene umschalte. Es macht keinen Sinn. Ich warte gerade noch auf ein Stromkabel, das hoffentlich nach diesen Ostertagen kommt. Und dann machen wir das Ganze dann in besserer Bildqualität. Vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Video.